Leute, heute ging ein Traum von mir in Erfüllung. Ich wurde nämlich eingeladen vom Radiosender Jam FM. Ich habe mich auf jeden Fall übel gefreut. Wir haben über meine Musik gesprochen. Ich habe Newcomer bewertet, den Deals und No-Deals verpasst und einfach eine geile Zeit gehabt. Dann kam der Moment, mein Traum, mein Song läuft im Radio. Was sagen die, Männer? Ja, mega nice. Also ich bin ja auch knallrot, ich bin irgendwie so... Genau, ich freue mich voll, Alter. So voll geil, der Song läuft einfach im Radio, man. Leute, ich kann es einfach nicht glauben. Das habe ich alles euch zu verdanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Videos schaut, meine Musik pumpt. Ich küsse eure Herzen. Ich war heute unterwegs mit Bauschi und Hasti und in Kombination sind die beiden etwas komisch. Wo bin ich hier gelandet, Alter? Haben uns dann noch so ein super Smexy Bubble Tea geholt und waren dann unterwegs mit der ganzen Gang, die waren alle am Start. Dann habe ich mir einen Döner gegönnt und dann waren wir alle bei uns. Geil, that's my life. Habt ihr nochmal meinen Playbutton an die Wand gehangen, Leute? Keine Sorge, der ist noch ganz. Und waren später noch auf dem Geburtstag, haben getanzt, gefeiert, haben uns bemalt, Fotos gemacht und irgendwie ganz am Ende war ich einfach nur noch im Arsch. Wie war euer Samstag so? Leute, wie ihr wisst, habe ich ja einen Autounfall in meinem neuen Musikvideo von Nur mit dir und habe dafür eine Scheibe im Auto eingeschlagen. So sah die Scheibe dann aus. Natürlich habe ich alles aufgehoben, aber wie haben wir den Wagen eigentlich aus dem Graben bekommen? Dafür hat eine Hilfe von Mohammed und das hat einwandfrei geklappt. Nicht. Unser Problem war, dass wir die Reifen nicht richtig eingedreht hatten. Somit konnte es gar nicht raus. Aber dann hat alles funktioniert. Leute, lasst den ganzen Aufwand nicht umsonst gewesen sein. Streamt den Song auf Spotify und gönnt euch das Musikvideo auf YouTube. Ich habe hier ein Auto für mein Musikvideo kaputt gemacht. Und habe es auch noch in den Graben geschoben, damit es aussieht wie ein Auto. Jetzt haben aber viele gedacht, das wäre mein Auto. Aber das Auto habe ich von einem Schrottplatz. Das Auto hier, das wir für das Musikvideo jetzt benutzen werden. So, das ist die Karre, die wird später kaputt gehen. So ein bisschen bekommen. Dem Transporter hier wurde es jetzt hingebracht. Das Auto ist nämlich unangemeldet, hat kein Kennzeichen, es wäre nur noch in die Presse gekommen. Wenn ihr sehen wollt, was wir mit dem Auto gemacht haben, schaut euch gerne das Musikvideo auf YouTube an. Manche dachten, ich würde in meinem Musikvideo auf einem Friedhof rappen. Und die Kreuze, die ich für das Musikvideo benutzt habe, habe ich halt wirklich von einem Steinmetz. Also Leute, keine Sorge, ich bin einfach zum Trap Tower Park gegangen und habe sie in den Boden gestellt. Es war ziemlich dunkel, denn es war irgendwie 1 Uhr morgens, also mussten wir mit meinem Auto Licht machen. Und dann haben wir später noch Rauchbomben benutzt, aber die haben mich echt gekillt. Ich habe einfach keine Luft mehr bekommen beim Drehen. Gut, egal. Keine Sorge, ich hab's überlebt, aber mein Auto ist nicht mehr angesprungen, weil die Batterie leer war danach. Lasst alles bitte nicht umsonst gewesen sein. Streamt den Song auf Spotify und gönnt euch das Musikvideo auf YouTube. Kira und ich waren gestern in Köln, um uns den Kampf von Trimax und Mickey anzusehen. Die beiden haben echt einen ordentlichen Kampf hingelegt und es waren alle Leute da. Monte, Knossi, Papa Platte und ich habe auch Julian Bam getroffen. Richtig nice. Zwischen Trimax und Mickey sind die Fäuste geflogen. Mickey musste ordentlich einstecken, aber er hat auch Bomben verteilt. Beiden gebührt auf jeden Fall mein größter Respekt. Es braucht ordentlich Eier, um vor 13.000 Menschen, die vor Ort sind, zu kämpfen. Es war ein richtig geiler Kampf, aber am Ende gewonnen hat dann doch Trimax. Welche Streamer, YouTuber oder TikToker wollt ihr mal gerne gegeneinander kämpfen sehen? Bauschi und ich werden jetzt dieses Schloss unserer Liebe an eine Brücke machen. Und sie wurde auch nicht zu diesem Video gezwungen. Stimmt's? Stimmt's? Wie ihr wisst, spielen Bauschi und ich in meinem neuen Musikvideo von Nur mit dir ein Pärchen. Für eine Szene haben wir dann auch gemeinsam ein Schloss beschriftet mit unseren Initialen. Sydney hat es richtig gefühlt, uns Anweisungen zu geben und das war manchmal echt cringe. Jetzt guckt euch an und dann guckt ihr euch mit irgendwie an. Unangenehm. Natürlich habe ich dann auch das Release-Datum und den Titel vom Song aufgeschrieben und das Schloss dann an einer Brücke in Hannover befestigt. Vielleicht kennt ihr ja den Ort, Leute. Gönnt euch den Song auf jeden Fall auf Spotify und zieht euch jetzt das Musikvideo rein, denn es ist richtig geil geworden. Leute, mir fällt echt ein Stein vom Herzen. Ich kann euch endlich sagen, dass Bauschi und ich schon seit längerem in einer glücklichen Beziehung sind. April, April. Wir haben das Musikvideo von Nur mit dir gedreht, zusammen mit Sydney und Emil. Wir mussten ein verliebtes Pärchen spielen und das war für uns beide gar nicht so einfach, weil wir uns halt auch kennen und es irgendwie immer ein bisschen cringe wurde. Ja, dann haben wir mal versucht, ein bisschen die Stimmung zu lockern und haben es auch ganz gut hinbekommen. Wenn ihr den Song jetzt schon pumpen wollt, könnt ihr das gerne auf Spotify. Ansonsten checkt YouTube da auf meinem Kanal. Kommt heute um 18 Uhr das Musikvideo. Also lasst einen Kommentar und ein Like bei der Premiere da. Ihr fragt euch jetzt sicher, wieso ich in meinem Auto mit so viel Blut im Gesicht sitze. Und zwar kam Emil und hat mir einfach ein paar Punches gegeben. Hat mich dann aus meinem Auto geschmissen, sich reingesetzt und ist weggefahren. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde. Nein, Spaß beiseite, Leute. Wir haben mich für mein Nur-mit-dir-Cover geschminkt und dafür haben wir einfach so einen Küchenschwamm benutzt. Ja, gib mir einfach eine Bombe und fertig. Da musste das Zeug ja noch irgendwie in meine Nase. Digga, gar keinen Bock. Leute, glaubt mir, das war so unangenehm, Alter. Ich hab hochgezogen, Digga, ist das eklig. Aber dann zum Ende hin sah es echt sick aus, Leute. Nimmt das Cover als Profilbild, benutzt den Sound. Am 1. April kommt Nur mit dir, es wird wild. Ein Tag im Studio mit Dima. Zuallererst muss ich das Mikrofon auf meine Höhe bringen, weil ich bin kleiner als alle anderen Menschen, mit denen ich zusammen abhänge. Dann brauchen wir noch einen fetten Beat von Back to Back. Irgendwann habe ich dann hinbekommen, was einzurappen. Dann kam noch ein bisschen Bearbeitungsmagic von Matze und man kann sich den Song geben, er ist wild. Blut, alle hatten mich gewarnt, vielleicht wird mich das umbringen. Am 1. April kommt Nur mit dir überall raus, Leute, seid hyped. Heute ist Internationaler Frauentag und Sydney, Emil und ich haben uns gedacht, wir holen uns einfach ein paar Blumen und verteilen sie an Frauen. Und manche konnten ihre Freude nicht wirklich ausdrücken.
Der Internationale Frauentag soll weltweit auf Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam machen. Man feiert die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung und man richtet sich gleichzeitig auf bestehende Ungleichheiten. Es ist so verrückt, dass selbst im Jahr 2022 Frauen in manchen Ländern kaum Rechte haben. Und auch in einem Land wie Deutschland, wo man denkt, das existiert gar nicht, verdienen selbst Frauen, wenn sie denselben Job ausüben wie ein Mann, im Durchschnitt weniger. Dein Geschlecht sollte nicht bestimmen, was für Chancen du im Leben hast, denn im Endeffekt sind wir alle gleich, wir sind alles Menschen. Ich war heute in der Ukraine und habe die Sachspenden, die ihr alle zu uns gebracht habt, den ukrainischen Soldaten übergeben. Insgesamt haben wir über 6 Autos vollbekommen und Leute, das ist keine Selbstverständlichkeit. Krass. Wir haben uns Freitag um 22 Uhr auf den Weg gemacht, sind die ganze Nacht durchgefahren, waren erst an der deutsch-polnischen Grenze und dann um 12 Uhr an der polnisch-ukrainischen Grenze. In der Ukraine haben uns dann die Soldaten geholfen, die ganzen Autos zu entladen. Unter all den Sachspenden befinden sich Hygieneartikel, Konserven, also Essen, Jacken, Decken und die werden an verschiedene Städte verteilt. Und Leute, ich finde es so krass, das alles ist dabei rumgekommen. Ich möchte meinen Dank aussprechen für alle Menschen, die die Geflüchteten in der Ukraine unterstützen. Und natürlich können wir mit dieser Aktion nicht den Krieg beenden, aber vielleicht können wir die Situation für ein paar Menschen leichter machen. Und vergesst nicht, es geht hier nicht darum, einen Schuldigen zu suchen. Kein Mensch möchte Krieg, egal ob Ukrainer oder Russe. Denn in diesen Zeiten sollten wir uns unterstützen und hoffen, dass das alles schnell vorbeigeht. Hey Friends, Kira und ich waren gestern auf der Antikriegsdemo in der Straße des 17. Juni. Es haben sich insgesamt über 100.000 Menschen zusammengetroffen, um der Ukraine Solidarität zu zeigen. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass sich manche Menschen jetzt denken, ah okay, nur weil sich ein paar 100.000 Menschen in Deutschland getroffen haben, wird der Krieg doch nicht beendet. Und in diesem Punkt haben sie vielleicht auch recht, der Krieg wird nicht beendet. Aber es geht vielmehr darum, den betroffenen Menschen in den Ländern, in denen Krieg ist, Mut zu spenden. Ihnen zu zeigen, dass wir das alles sehen und bereit sind, sie zu unterstützen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, den Opfern des Krieges zu helfen, Leute, dann tut es. Spendet. Es gibt aber auch viele Organisationen, die Fahrten von Polen nach Deutschland ermöglichen oder Unterkünfte bereitstellen. Und auch wenn es nur was Kleines ist, kann es für manche Menschen schon eine große Erleichterung sein in dieser Zeit. Ich bitte euch, auf dem Weg des Friedens euer Herz am rechten Fleck zu tragen, Menschen zu unterstützen, wenn ihr es könnt. Und bitte verliert euren Humor nicht, denn das ist übel wichtig. Leute, wie ihr wisst, konnte Paula bei meinem Musikvideo überhaupt nicht weinen, egal ob durch Zwiebeln oder Mundwasser. Shirley hat es halt auch echt gut vorgemacht, die geile Sache. Aber das ist nicht das Einzige, was schiefgelaufen ist bei meinem Musikvideodreh. Und zwar ist das Kunstblut, das wir für Paulas Zähne benutzt haben, in meiner Tasche ausgelaufen. Das arme weiße T-Shirt, guys. Wirklich, alles hat Flecken abbekommen. Und Leute, sogar meine Switch-Tasche. Naja, zum Glück hat man es nicht auf meinem schwarzen T-Shirt gesehen. Also ist alles gut. Leute, streamt den Song auf Spotify und gönnt euch das Musikvideo, damit meine Sachen nicht umsonst dreckig geworden sind. Leute, ihr wisst ja, dass Shirley mein Skateboard kaputt gemacht hat für das Musikvideo von Heartbreak. Und Paula konnte nicht weinen und hat eine Zwiebel gefressen. Danke nochmal an diese sexy Ladies. Ich für meinen Teil habe dann auch die ganzen Szenen gedreht, hatte aber draußen immer keine Jacke an und es hat komplett geregnet. Ich bin Roller gefahren, habe mich auf den Boden gelegt und everything und plötzlich lag ich 2 Tage oder 3 Tage krank im Bett, Mann. Lasst mich bitte nicht umsonst krank geworden sein. Schaut euch das Video an und kommentiert es. Behind the scenes vom Musikvideodreh von Heartbreak. Unlabeled, also Paula sollte mein Musikvideo ja ein trauriges Mädchen spielen. Aber sie zum Weinen zu bringen war gar nicht so einfach. Kira kam dann auf die Idee, Zwiebeln zu schneiden und ihr sie unter die Augen zu halten, aber es hat nicht geklappt. Fun Fact, ich habe noch nie von Zwiebeln geheult. Dann meinte ich, sie soll einfach mal reinbeißen, vielleicht klappt das. Ist das, als wäre das ein Apfel? Shirley wollte sie dann mental fertig machen, um sie zum Heulen zu bringen. Dann kommt in das Wack, deine Voice ist mega auf Arsch. Okay. Dann haben wir versucht, noch mit Zwiebeln klein zu schneiden und sie hat sogar an Mundwasser gerochen. Es hat aber nicht geklappt. Wir haben dann einfach ein Glas Wasser genommen und sie hat sich dieses Wasser quasi einfach unter die Augen gelegt. Und Leute, das Ergebnis lässt sich sehen. Schaut euch sehr gerne das Musikvideo an und lasst einen Kommentar da. Ich zeige euch jetzt ein Behind the Scenes hinter dem Musikvideodreh von Heartbreak, Leute. Auf jeden Fall eine Triggerwarnung vorab, denn das Video ist nicht für jeden gemacht. Denn das Musikvideo zeigt Szenen von Suizid, Gewalt und Blut. Und wenn ihr selber mit diesen Themen zu kämpfen habt, dann wendet euch an eine Person, die ihr vertraut oder unter dieser Nummer. Auch mein Skateboard ist nicht verschont geblieben, das musste auch dran glauben. Dann wollte Shirley uns auch überzeugen, dass ihre Haare weich sind, aber... Ah, ich weiß nicht, Bubi. Deine Haare... Ihr sollt nicht so machen. So sind meine Haare weich. Das Musikvideo kommt um 18 Uhr, Leute, seid hyped, es wird richtig krank. Hey Friends, ich bin leider krank geworden, aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, was ich so mache, um wieder gesund zu werden. Meine Mutter meinte schon immer, dass Kurkuma mit schwarzem Pfeffer und heißem Wasser einfach Wunder bewirkt. Weil mir das aber immer zu heiß ist, mache ich noch kaltes Wasser mit rein. Und ja, der Geschmack... Der ist nicht so geil. Aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Danach gibt es etwas, was ein bisschen besser schmeckt. Ich schneide mir eine Zitrone und Ingwer klein und genau, trinke einfach eine heiße Zitrone. Die wird sich auf jeden Fall bös gegönnt. In der Zeit checke ich schon mal die ganzen Videos, die ihr zu dem Sound Heartbreak gemacht habt. Leute, danke für euren Support. Ich gönne mir jetzt noch ein paar Folgen Attack on Titan. Ich hoffe, ich werde schnell wieder gesund, weil am Montag ist schon Release, Leute. Und habt ihr ein paar Tipps, wie man schnell wieder gesund wird? Schreibt es in die Kommis. Hey Friends, ich bin gerade am Hauptbahnhof und hole eine TikTokerin ab, die mich heute besuchen kommt. Sie kann auf jeden Fall sehr gut nähen, also hat was mit Mode zu tun. Außerdem kann sie echt gut tanzen. Und Leute, sie liebt K-Pop über alles, also benutzt überall diese Songs. Und ich glaube, da vorne steht sie. Wisst ihr schon, wen ich meine, Leute? Da steht sie, genau hier. Sie versteckt sich gerne hinter einer Maske, aber Leute, wisst ihr, wer das ist? Ich probiere jetzt einen Chili-Chip, der 440 mal schärfer als Tabasco ist. Alright. Also das ist der sagenumwobene Chip. Ich denke, scheiße. Das wird's. Dafür habe ich auch ein bisschen.
Haha, du bist am Arsch! Also, ist gar nicht scharf. Ja, warte mal. 5 Minuten Spätte. Oh mein Gott. Je öfter du schluckst, desto schlimmer wird's. Ja, ja, das ist es. Nee, es geht eigentlich. Ja, also ich glaube, ich kann scharf essen. Komm, ist noch ein bisschen. Es geht tatsächlich. Wie viel hast du? 2,2 Millionen. Hast du auch den restlichen? Mama, ich gebe dir 2 Euro. Ich dir auch. Als ob. Ja, also ich glaube, die Schärfe war weg, Digga. Was sind 2,2 Millionen Skoviel? Wir sind fast gestorben. Check mein Song, 14, der zweite Heartbreak. Ja, ich hole mal die 2 Euro. Die neue WG geht ins Gym. Wir haben uns nämlich alle vorgenommen, ein bisschen fitter zu werden für den Sommer. Ich habe dann versucht, mich aufzuwärmen, gemerkt, dass ich nicht so ganz normal aussehe und hoffe, es hat einfach keiner gemerkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann gerade nicht skaten gehen, weil das Wetter draußen übel scheiße ist. Skatehallen fühle ich nicht so besonders. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich brauche was Neues, mache ein bisschen Sport, weil Sport ist immer gut. Und das haben sich Sydney und Emil auch gedacht. Ich bin gespannt, wie sehr wir durchziehen werden, weil Fitness ist echt eine Disziplinsache. Aber zum Glück haben wir uns gegenseitig und können uns so in den Arsch treten, falls mal einer keinen Bock hat. Und nur damit ihr Bescheid wisst, so sehe ich ungefähr beim Kacken aus. Ich wiege 76 Kilo und ja, mal sehen, wie weit wir bis zum Sommer kommen. Hey Leute, ich habe mir eine Tattoo-Maschine gekauft. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, im NG-Haus habe ich mir ja selber mein Vidu-Tattoo gestochen. Und sind wir mal ehrlich, es sieht gar nicht so schlecht aus. Und ich dachte mir, ich hole mir einfach eine, um das Ganze zu üben. Wir haben hier Farben, die Maschine selbst. Und was ich echt krass finde, ist, dass man sich so eine Maschine einfach bestellen kann. Ich meine, ich habe die jetzt und könnte theoretisch einfach loslegen, auf meine Haut zu kritzeln. Aber ich glaube, so macht halt wirklich jeder Tätowierer. Also er holt sich einfach so ein Ding und legt drauf los. Aber ich mache das nicht direkt auf meine Haut, sondern habe mir erstmal so Übungshaut gekauft. Auf der kann ich jetzt erstmal ein bisschen kritzeln, ein bisschen üben. Hier zum Beispiel dieser Smiley. Aber irgendwie bekomme ich auch die Tinte nicht weg. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob die Haut halt schlecht ist, weil auf dem Ding habe ich schon mal benutzt und es sah eigentlich ganz gut aus. Was meint ihr? Werdet ihr gute Tätowierer? Und was soll ich mal tätowieren? Ein Tag mit Dima. Ich war heute mit Kira zusammen japanisch essen. Und zwar gab es als erstes richtig geiles Kimchi und auch noch Gyoza. Das sind so Maultaschen gefüllt mit Fleisch. Ui. Getrunken haben wir heiße Carpaccio und dann gab es Ramen. Und Leute, ich kann euch sagen, es hat so unfassbar geil geschmeckt. Ui. Dann kam noch ein Paket bei mir an und das hat sich auch gleich verabschiedet. Ich habe mir ein paar Manga bestellt. Naruto, Chainsaw Man und Band 14 von Jujutsu Kaisen, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe. Dann war ich selber noch beim Zahnarzt. Ich habe so eine Schiene bekommen, also weil ich nachts immer knirsche. Habt ihr auch so ein Ding? Auf jeden Fall, das ist mein Gebiss. Das haben die mir gegeben. Sieht voll cool aus. Und ich werde jetzt Jujutsu Kaisen lesen. Was ging heute bei euch? Wir machen jetzt babahaften Kumpir. Ich hab's auch immer, Mann. Hast du schon mal Kumpir gegessen? Nee, noch nie, aber ich habe echt Bock drauf. Kumpir ist eine Ofenkartoffel, wo du einfach alles reinhaust und am Ende schmeckt's mega geil. Dafür legen wir die Kartoffeln erstmal in den Ofen und machen in der Zeit schon mal eine Sour Cream Soße aus Magerquark. Für die Gains. Das würzt sich noch und dann kommt noch Schnittlauch drauf. Und Baba. Dann schnippeln wir noch Tomaten, Champignons und auch Paprika klein. Testen, ob die Kartoffeln ready sind. In der Zeit braten wir schon mal die Champignons an. Würzen, 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 würzen. Schneiden die Kartoffel auf, teilen sie in der Mitte. Uff. Da kommt die Sour Cream rein. Paprika, Champignons, Tomaten. Dann, wenn man noch mag, veganer Fleischersatz, Schnittlauch drauf. Und so sieht es aus. Mega geil. Viel Spaß beim Nachmachen. Mein Weihnachtsessen mit Dima. Und zwar könnt ihr hier ganz, ganz viele geile Sachen sehen. Zuerst so einen Baba-Karottensalat eingelegt mit Knoblauch. Und natürlich der Olivier. Dazu Grünzeug mit Käse, voll geil. Dann noch selbstgemachte Sushi und Lachs. Und die kommen jetzt ganz böse Pelimeni. Dazu auf süß noch Ruski Kwas und Buratino. Und all das zusammen einfach ein Geschmacksorgasmus. Darauf erstmal Dragon Ball Super, nicht komplett neueste Staffel, aber kommt trotzdem sehr, sehr gefährlich. Was gab's bei euch zu essen zu Weihnachten?